Jo Leute, was geht? Bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich kurz auf eine konstruktive Kritik meiner Community eingehen. Wer diesen Part skippen möchte, springt am besten auf diesen Punkt. Unter dem letzten Video hat Juri angemerkt, dass ich das Bild etwas erhellen solle und dass die Audioqualität, sagen wir, ja, nicht so toll klang. Der Kommentar wurde auch von einigen Leuten dementsprechend hochgevotet, wodurch ich, wie bereits angekündigt, einige Änderungen vorgenommen habe, zum Beispiel, dass ich jetzt ein hochwertiges Richtmikrofon benutze, was hier oben ist, und die Helligkeit inklusive Lichtfarbe etwas verändert habe. Da ich sehr viel Wert auf eure Meinung lege, würde ich euch kurz bitten, mir in den Kommentaren ein Feedback dazu zu schreiben, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt perfekt ist, aber immerhin ist es ein weiterer Schritt nach vorne und vielen Dank nochmal für die konstruktive Kritik. Wie ihr dem Titel bereits entnehmen könnt, geht es heute darum herauszufinden, ob CEO ein aus meiner Sicht guter oder schlechter YouTuber ist. Ich muss vorab sagen, dass ich CEO vor diesem Skript zwar kannte, sein Content allerdings nie wirklich verfolgt habe. Ich denke allerdings, dass ich dadurch eine gewisse kritische Distanz zu seinem Content habe, um relativ neutral meine Meinung wiederzugeben. Zu Beginn meiner Recherche habe ich mal zur Abwechslung meine Erwartungen an seinen Kanal niedergeschrieben. In dieser stand zum Beispiel, dass ich eher unlustige Sketche und eher stark kindische Inhalte erwarte mit eher mäßiger Qualität. Ob sich meine Erwartungen bewahrheiten oder ändern, werden wir dann zusammen am Ende des Videos sehen. Zum Ablauf des Videos werde ich die Themen etwas gliedern, damit man eine gewisse Übersicht behält und man zusätzlich die neue YouTube-Funktion der Timestamps unten nutzen kann. Aufgeteilt habe ich dieses Video in folgende Punkte. Erster Eindruck des Kanals, taugt sein Schnitt und die Audioqualität, meine Sicht auf seine Formate und dann schlussendlich natürlich mein Fazit. Einleitend für meine Analyse möchte ich jedoch euch kurz den Kanalinhaber vorstellen. CEO ist ein Comedy-YouTuber, der seit 7 Jahren aktiv Videos uploadet. Er hat auf seinem Kanal mehrere Formate wie zum Beispiel CEO und das Internet, How to Be, diverse Parodien und Talks. Er hat vor kurzem erst die 400.000 Abonnenten geknackt und seine Videos erreichen im Schnitt nahezu immer mehr als 100.000 Aufrufe, wobei einige seiner Videos gut und gerne auch mal die 500.000 Abonnenten erzielen. Wobei einige seiner Videos gut und gerne auch mal mehr als 500.000 Aufrufe erzielen. Der erste Punkt, der mich wirklich beeindruckt hat, waren die saustarken Bewertungen unter seinen Videos. Für mich und viele von euch ist das zumindest schon mal ein erster krasser Anhaltspunkt, was die Qualität der Inhalte angeht. Wenn ich jedoch seine Thumbnails durchgehe, fällt mir auf, dass einige dieser Bilder etwas überladen sind. Hauptsächlich betrifft das die Formate C und das Internet, da er aller Wahrscheinlichkeit nach das Bestreben hat, möglichst die Inhalte des Videos komprimiert auf ein Bild zu quetschen. Andere wiederum, wie bei den How-to-Be-Folgen, sind clean und man sieht auf den ersten Blick, um wen es in diesem Video geht. Generell kann man jedoch festhalten, dass er seine Kreativität bei den Thumbnails gut umsetzt, denn es handelt sich hierbei nicht nur um ein Screenshot aus dem Video, sondern um teils aufwendig bearbeitete Bilder. Ein Punkt, auf den er scheinbar selber sehr viel Wert legt, denn wenn man sich alle Videos auf seinem Kanal ansieht, erkennt man, dass alle Thumbnails aufwendig bearbeitet wurden. Ein Kritikpunkt hätte ich allerdings an dieser Stelle, der mir leider bei vielen großen YouTubern auffällt. Teilweise sind die Textelemente der Thumbnails verdeckt, weil der Timestamp des Videos darüber liegt und man kann dann nur noch Texte lesen wie zum Beispiel 400.000 Spezi, YouTuber als Renten oder Coffin da. Ich gehe mal wohlwollend davon aus, dass die Texte zum Lesen gedacht sind, dann meine ich, sollte man sie auch lesen können nach dem Upload. Was mir bei CEO jedoch schnell aufgefallen ist, dass er einen sehr hochwertigen Schnitt hat. Er hat eine Menge Einblendungen und Soundeffekte, womit er zumindest die Videos, die ich gesehen habe, nicht komplett überlädt, sondern deutlich aufwertet. Er hat aus meiner Sicht ein sehr authentisches und sympathisches Auftreten vor der Kamera und man merkt ihm die jahrelange Routine an. Auffällig ist auch, dass er seine Stimme sehr gut einsetzen kann, sodass man an seiner Stimmlage gut unterscheiden kann, wann er etwas bewusst übertreibt oder auch einfach mal ein ernstes Wörtchen mit euch redet. Er unterlegt seine Videos mit passender Musik, wodurch das Gesamtpaket schön abgerundet wird. Wirklich was Negatives habe ich hier auch gar nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Leider ist es ja bei vielen großen YouTubern wie Dagi Bean nicht mal unüblich, dass man ein Mikrofon rauschen hört oder dass die Videoqualität an sich sehr schlecht ist, aber da kann man bei CEO wirklich lange suchen. Auf der Technikseite hat er also seine Hausaufgaben vorbildlich gemacht und kann deutlich größeren Kanälen gut und gerne mal das Wasser reichen. Wie zu Beginn bereits angesprochen, hat CEO mehrere Formate auf seinem Kanal und auch zu diesem möchte ich kurz meinen unqualifizierten Senf abgeben. Ein Format, welches mir besonders angetan hat, ist tatsächlich sein How-to-Be-Format, wo er gezielt bekannte YouTuber auf eine lustige Art und Weise analysiert und markante Züge hervorhebt. Ich habe davon jetzt einige gesehen und habe direkt Lust auf weitere Folgen bekommen. Besonders gelungen fand ich die Knossi und Unge-Folge, wobei die anderen nicht wirklich viel schlechter sind. Ganz interessiert war ich jedoch bei How2BeKuchenTV, da ich selber meinen Ursprung in seiner Community sehe und gespannt war auf die Umsetzung. Von dieser Folge war ich allerdings etwas enttäuscht, da man meiner Meinung nach viele lustige Punkte hätte anbringen können, wie zum Beispiel,
dass man einen persönlichen Groll gegenüber Vodafone haben muss, wenn man KuchenTV sein will, oder dass man sich grundsätzlich erstmal die ABK Army auf den Hals setzen muss. Das nächste Format, welches mir sehr positiv aufgefallen ist, ist CEO und das Internet, bei dem er auf Videovorschläge seiner Community eingeht und häufig kleinere Kanäle vorstellt, die dann durch ihn gepusht werden. Als ein Kanal, der selber vor einem Monat noch einen großen Push von Just Nero bekommen hat und einige kleinere durch KuchenTVs Reaction Streams, weiß ich, wie viel das kleineren Kanälen bedeutet, wenn große YouTuber für eine kleine Starthilfe sorgen. Ich glaube, ich sage nichts Verkehrtes, wenn ich behaupte, dass solche Pushs manchmal auch dafür sorgen können, dass YouTube Deutschland noch mehr Content bekommt, den man einfach auf dem Schirm haben sollte, siehe Varion. Für gut umgesetzt halte ich auch seine Kommentarvideos, wie zum Beispiel extrem dumme Kommentare unter dem Unge und Leon Video. Gerade in diesem Video verpackt er Humor und seine eigene Meinung wirklich sehr gut. Er pickt sich dämlich formulierte Kommentare raus, die man jedoch kritisch betrachten sollte, und sagt seinen Zuschauern, was er davon hält. Auf diese Weise trägt er dazu bei, dass zumindest der ein oder andere vielleicht mal über seine Kommentare unter den Videos nachdenkt, bevor er diese in die Tastatur hämmert. Ob es bei jedem Zuschauer fruchtet, sei mal dahingestellt, aber mehr als darauf hinweisen kann man als Content Creator nicht wirklich machen. Das Ganze, verpackt mit seinem Humor, wird dann doch schon meiner Meinung nach sehr unterhaltsam. Einige Sketche und Intros, wie zum Beispiel das dumme Kommentare-Intro, finde ich persönlich etwas cringy, jedoch macht es für mich zumindest den Eindruck, dass das genauso beabsichtigt ist. Gut, ist jetzt nicht so mein Fall, allerdings muss man vermutlich sagen, dass ich nicht mehr zur Hauptzielgruppe gehöre und etwas jüngere Zuschauer genau so etwas feiern. Generell muss ich sagen, dass CEO eine wirklich extrem gute Qualität hat. Ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Videos eine Menge Kreativität erfordern, damit man die Videos langfristig auf einem hohen Level halten kann. Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass man dafür ein gewisses Talent besitzen muss, weil einem irgendwann auch die Ideen ausgehen. 7 Jahre lang komplett durchzuziehen, zeugt auch in meinen Augen dafür, dass man wirklich für YouTube brennt, und genau das kommt meiner Meinung nach in den Videos auch wirklich sehr gut rüber. Gerade sowas findet man heutzutage eher selten auf YouTube, da vieles auf Profit ausgelegt ist und dabei Qualität bei vielen leider eher vielleicht sogar drittrangig geworden ist. Ich muss echt sagen, dass mir vor allem die How-to-Be-Folgen sehr gut gefallen haben und ich hier definitiv öfter reinschauen werde. Schade finde ich es allerdings, dass er aktuell nur 400.000 Abonnenten hat. In meinen Augen hätte er für diese Arbeit und für dieses Niveau deutlich mehr verdient. Ich kann nur sagen, wer generell Comedy auf YouTube feiert, kann sich die Inhalte von CEO echt gut geben und sollte da definitiv vorbeischauen. Ihr könnt CEO gerne mal schöne Grüße von mir ausrichten. Schlagt mir auch gerne weitere YouTuber vor, die ich eurer Meinung nach bewerten soll. Wir sehen uns in der Kommentarspalte. Auf Wiedersehen.